In der grellen Mittagssonne sind die Bilder für die Tonne. Hochformatauslöser. Was zählt, ist am Ende vom Monat. Eine Galerie. Das Bild muss an der Wand hängen. Geht dem Sucher nicht die Sonne auf? Hast du noch den Deckel drauf? Hast du die Sonne im Rücken, solltest du immer den Auslöser drücken. Zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei. In der grellen Mittagssonne sind die Bilder für die Tonne. Für Schärfe ohne Ende, nimm die kleinste Blende. Scheint keine Sonne durch die Ritzen, musst du blitzen. Wenn die Sonne lacht, Blende 8. Bei Kind und Tier, nimm Blende 4. Ist es strittig, mach es mittig. Naturfotografie ist für mich im Antlitz der Welt und in der Kombination zwischen Mensch und Meise. In Beziehung leise. Seit 2003 praktiziere ich die Arbeit mit der Kamera ausschließlich mit meinem linken Mittelfinger. Dieses Bild habe ich 2003 in den mongolesischen Alpen gemacht. Ich sehe das nichts als ein Abbild meiner Seele. Den schwarzen Streifen der Tod. Kunst? Gutes Foto? Schlechtes Foto? Ist mir alles Wumpe. Egal. Was zählt, ist am Ende vom Monat. Hier. Das ist der Wahrheit. Darauf kommt's an. Man muss sich nach dem Markt orientiert aufstellen. Darum geht's. Tobi! Tobi! Pack das weg. Tobi, machst du eben eine Insta-Story fertig? Mit irgendeiner Popmusik, irgendwas Lustiges. Vielleicht ein paar Songtexte mit rein. Ich finde das auch scheiße. Ist doch egal. Mach. Das wollen die Leute sehen. Das bringt's. Das, was mit Naturfotografie oder nichts zu tun hat, ist mir doch egal. Quartalszahlen. Das ist es. Hab mir letztens einen Batteriegriff gekauft. AC Foto, guter Laden. Ich weiß nicht, wie Arbeiten vorher möglich war. Ich meine, ich bin in der People-Fotografie tätig. Hochformat, wie Tiere. Hochformatauslöser. Darauf kommt es an. Gerade hier, meine ganze Bedienung auf dieser Seite macht mir das Arbeiten ungemein leichter. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ein Akku pro Shooting schaffe ich nicht. Während des Fotografierens den Akku wechseln möchte ich nicht. Batteriegriff. Um die 2 Tage komme ich damit hin. Ununterbrochen fotografieren. Pausen brauche ich nicht. Hab mir neulich ein neues Tele gekauft. Die Balance. Toll. Das hier soll Natur sein? Euer Ernst? Da hätte ich auch zu Hause bleiben können. Bei uns in Bochum ist das alles viel schöner. Kannst du total vergessen. Vor 20 Jahren sah das hier vielleicht gut aus, aber das? Dass ich nicht lache. Bisschen Wiese. Tier habe ich noch keins gesehen. Lohnt sich nicht. Morgen überlege ich mir das. Toller Tipp. Vielen Dank. Für nichts. Boah, was ist das denn? Erschreckend, was heute noch alles als Bild durchgeht. Ich in der Ausbildung wäre für sowas geschlagen worden. Jan Lesmann. Wäre besser mal bei Passbildern geblieben. Mein lieber Scholli. Ist da überhaupt ein Tier drauf? Wenn du es nicht gut kannst, mach es klein. Heute ist auch alles, wo ein Blitz drin ist, gilt als Kunst. Hier hat er mal wieder vor das Stativ getreten. Gilt alles als Kunst heute. Für mich ist das Abfall. Was soll das denn sein? Regenbogen? Eine Seifenblase? Da kann meine 4-Jährige aber besser. Oh, da kommst du so nah an so ein Tier ran und das Einzige, was dir einfällt, ist, ich mach's schwarz. Boah, eine Sütte ist das nass. Oh, Natur kann mir gestohlen bleiben. Nächstes Mal fahre ich wieder nach Venedig. Bilder müssen für mich gedruckt werden. Grammatur, Textur. Das Bild in einer rein digitalen Form ist für mich nicht genug. Ich muss es ausgedruckt haben. Das Bild muss vor mir liegen. Ich muss es sehen, anfassen können. Dann ist es Fotografie. Ich meine, schaut euch das mal an, wie das hier im Wind, wie das läuft. Instagram, Facebook ist nichts für mich. Eine Galerie. Das Bild muss an der Wand hängen. Letztes Jahr war ich in Japan. Leute, die Papiere, handgeschöpft, alles nur optimale, beste Qualität. Schaut euch das mal an. Ich habe euch das hier mitgebracht. So ein Papier kriegt man hier nicht. Da musst du nach Japan fahren. Das ist der absolute Wahnsinn. Der Geruch. Und seien wir mal ehrlich, die Buchdruckerin,
Als Meisterin ihres Faches kann noch so viel aus einem Bild herausholen. Farben, Opazität, Brillanz, Schärfe. Auf einem Fotorack 308 Gramm. Da wird mir warm ums Herz. Technische Perfektion ist für mich häufig wirklich einfach die Barriere zur kreativen Freiheit. Für mich gehört Bildrauschen ganz klar zur Bildaussage. Boah, das Bild ist mir irgendwie echt so ordinär. Also, es ist scharf, man kann das Tier erkennen. Nö, würde ich verwischen, vielleicht ganz in den Hintergrund setzen, vorne noch zwei Bäume, Hintergrund der Mond, dahinter Afrika. So würde ich es machen. Dass er diese tolle Naturdokumentation nicht einfach versucht hat, mit einer Doppelbelichtung auf sich selbst zu übersetzen, ist mir schleierhaft. Für mich eine verschwendete Situation. Die Perspektive macht das Bild. Solltest du den Auslöser drücken? Fuck. Interessiert mich gerade in meiner Arbeit über die letzten Pyrenäenvölker. Suche ich mit meinem linken Finger. Gute Fotos, schlechte Fotos. Das ist es.